So, hallo meine Lieben. Ich habe ja erwähnt gehabt, dass ich ein Video drehen werde zu meiner Haut, wie sie so gut geworden ist. Wie ihr alle wisst oder die, wo mir schon seit etwas längerer Zeit folgen, wissen, dass ich eine sehr unreine Haut hatte. Und ja, damit bin ich auch sehr gut klargekommen irgendwie. Aber ich denke, jeder fühlt sich in einer schönen Haut und in einer sauberen Haut am wohlsten. Und ja, was mir so geholfen hat, an erster Stelle muss ich sagen, ich weiß, wie euch alle fühlt, wo eine unreine Haut haben. Ich hatte am meisten hier in diesem Bereich hier eine sehr unreine Haut. Pickelchen bis zum geht nicht mehr. Und kurz vor der Periode natürlich auch. Und genau dann, wenn man sie nicht braucht, wenn man ein Date hat, wenn man ein wichtiges Gespräch hat, wenn der Sommer kommt und man wirklich so wenig wie möglich nur drauf haben möchte. Und dann kommt hier eine Beule und ja, das nervt total. Das weiß ich. Und ja, wie gesagt, ich habe mir erst seit einem halben Jahr helfen lassen. Davor hatte ich alles Mögliche ausprobiert. Von Drogerieprodukten bis zu High-End-Produkten, sage ich mal. Und ich kann euch nur eins sagen, das ist alles nur Geldmacherei, das ist alles nur Geldverschwendung. Nichts davon hilft, wirklich. Wenn man auch in einem sehr starken Bereich eine unreine Haut hat, sprich schon zu Akne neigt, kann ich euch wirklich empfehlen, das alles wegzulassen, dieses Geld lieber zu sparen, für sich zu lassen und für andere Sachen auszugeben. Aber ja, nicht in diesen Produkten, wo man denkt, ah, danach kriegt man eine sehr tolle Haut, weil das stimmt einfach nicht. Ich kann euch wirklich nur einen Tipp geben und das ist wirklich, denke ich, der treueste Tipp und der erfolgreichste Tipp. Geht zum Arzt. Geht zu einem Hautarzt, wirklich, wo spezialisiert ist auf die Haut. Und lasst euch da wirklich weiterhelfen, weil das nutzt. Weil, wie ihr seht, ich bin heute mit Absicht ungeschminkt, habe nur meine Lippen betont ein bisschen, weil es ein bisschen zu diesem Look hier gepasst hat, mit meiner Jeans. Und ja, ansonsten bin ich total ungeschminkt. Ich weiß, ich sehe nicht so gut aus, aber das ist jetzt, denke ich, auch nicht so das Thema. Ich zeige euch mal meine Haut, dass ihr mal seht, wie gut die geworden ist, wie rein, also wirklich zum Vergleich wie davor. Weil ich auch wirklich Akne hatte und ja, vor allem hier in diesem Bereich hatte ich so starke Pickel. Hier ging es noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, deshalb sieht man auch die leichten Vernarbungen jetzt bei mir, aber das ist mir jetzt auch nicht mehr so wichtig wie das davor. Wie gesagt, geht zum Arzt, lasst euch da weiterhelfen, die haben wirklich sehr, sehr gute Sachen, wo wirklich einem helfen. Einmal gibt es wirklich eine Akne-Creme, die ist wirklich sehr, sehr gut. Aber was ihr wirklich beachten müsst, ist einmal wirklich die Zeit zum Erfolg. Und davon, ich spreche jetzt nicht wirklich von 2-3 Wochen, ich spreche wirklich von Monaten bis zu einem Jahr. Und ich habe mir da auch weiterhelfen lassen. Wenn das nichts hilft, gibt es dann nochmal eine Variante mit Tabletten. Und die habe ich dann auch ausgewählt. Natürlich werde ich euch jetzt hier nicht die Tabletten. Wie gesagt, das dauert bis zu einem Jahr auf jeden Fall. Und bei mir ist es jetzt schon 6 Monate her und ich bin von Tag zu Tag einfach nur glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Und ich bin sehr, sehr überrascht und auch wirklich sehr glücklich. Ich merke das auch in meiner Umgebung, auch in der Familie und alle sagen, mein Gott, Sladi, ich finde es, die freuen sich alle mit mir mit, weil die auch nach Jahren haben sie einfach gesagt gehabt, gut, die akzeptiert sich so, wie sie ist. Sie stört es nicht, was sie auch gut fanden. Aber natürlich hat es mich irgendwo ja gestört, weil man auch so unhygienisch rüberkommt und ungepflegt. Dabei war das eigentlich gar nicht so. Und irgendwann mal habe ich dann vor einem halben Jahr gesagt, weißt du was, komm, gehst einfach mal hin, machst dir mal einen Termin und dann guckst du mal. Und ja, so war das auch. Und genau, ihr müsst wirklich Geduld haben, weil in den ersten 3-4 Monaten kann ich euch wirklich nur eins sagen, wirklich. Also reißt euch zusammen, Arschbacken zusammenkneifen und sich da sagen, bald, bald, bald. Weil in den ersten 3-4 Monaten kommt wirklich alles raus, was nur rauskommen kann. Also die ganzen Unreinheiten sind rausgekommen. Also ich hatte auf jeden Fall viel, viel mehr wie davor, wo ich mir gedacht habe, sag mal, was machst du eigentlich? Da hattest du ja eine bessere Haut davor. Da kam Pickel raus, hier aus Seiten, wo ich, aus meinen Gesichtszügen, wo ich eigentlich nie hatte. Und da habe ich mir nur gedacht, sag mal, was machst du mit dir? Und meine Haut wurde trocken, weil ist ja klar. Und da habe ich mir gesagt gehabt, nee, Sladi, das ziehst du jetzt durch.
Die Haut ist zwar jetzt sehr, sehr schlimm. Ich habe so viel Cremes drauf getan, so viel Make-up drauf geschmiert. Also wirklich, dass man nur ein bisschen was verdecken kann, aber hat alles gar nichts geholfen. Und dann habe ich mir gedacht, gehabt, scheiß drauf, auf gut Deutsch, das ziehst du jetzt durch. Und wirklich so ab dem 4., 5. Monat, wie ihr es auch gesehen habt wahrscheinlich auf Instagram, hat sich meine Haut so, also um einiges verbessert. Und dann habe ich gesehen gehabt, okay, es hilft was. Und jetzt, wie gesagt, seit gute 2 Monaten habe ich nicht einen einzigen Pickel gekriegt. Sei es, dass ich im Stress bin, sei es, dass ich jetzt in L.A. war, also in Amerika war und die Luftfeuchtigkeit anders war. Sei es, dass ich, wenn ich meine Periode habe, wirklich, es entsteht einfach kein einziger Pickel. Und natürlich liegt es auch daran, dass meine Haut halt wirklich sehr trocken geworden ist, weil die Pickel müssen ja irgendwo austrocknen. Und wenn die Haut trocken ist, können auch keine Pickel entstehen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Und ich weiß, dass es auch jetzt nur besser sein wird. Ich hoffe auch und ich glaube auch sehr stark daran. Und die Erfahrung von wirklich vielen anderen, wo auch diese Produkte genommen haben, wie die Salbe und die Tabletten, sind sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Ich würde einfach mal sagen, geht zum Arzt, lasst euch mal von einem Arzt wirklich informieren und beraten lassen und spricht ihn mal auf diese 2 Produkte an und dann wird er euch natürlich vieles darüber erzählen und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Ich denke, die, wo sehr, sehr starke Probleme haben, wirklich, wenn es auch zur Akne schon neigt, die werden diesen Schritt auf jeden Fall wagen. So, jetzt kommt ein Video, wie es vor ein paar Monaten aussah. Bitte kriegt keinen Schock, aber es war wirklich so. Und schaut es euch kurz an. Ich wollte euch ja mal Vorher-Nachher-Effekt zeigen, wegen den Tabletten, wo ich ja benutze. Also, das da ist Stand jetzt, wo ich schon die Tabletten seit einem Monat nehme. Und, also was soll ich sagen? Alles kommt erstmal raus, diese ganzen Unreinheiten, Pickelchen. Ich fühle mich einfach nur schrecklich. Abgesehen davon sehe ich so schlimm heute aus. Ich bin vorhin erst aufgestanden. Die Haut ist total trocken, weil ich benutze die Tabletten wegen dem Glänzen und wegen der Unreinheiten. Und es soll ja wirklich helfen. Ich meine, glänzen tue ich nicht mehr, auch nicht mehr die T-Zone. Ganz im Gegenteil, ich bin ausgetrocknet total. Seht ihr hier? Auch an der Nase. Meine Lippen total ausgetrocknet. Schlimm. Einfach nur schlimm. Ich kann mir jeden Tag was drauf tun, jede 2 Stunden eigentlich oder jede Stunde eigentlich nutzt einfach nichts mehr. Naja, ich werde euch dann in den nächsten Wochen einfach nochmal ein Video zeigen, wie das Nachher-Effekt ist und ja, seid gespannt. So, das war wirklich meine Haut bis vor 6 Monaten noch. Und ja, das meinte ich vorhin mit, ich wusste echt nicht, wie ich überhaupt rausgehen soll. Und da habe ich mir so viel noch drauf geklatscht, damit man es ja nicht sieht. Und ja, aber wie ihr wirklich seht, es ist alles weg und das nicht seit gestern. Welchen Tipp ich euch auch geben kann, ist wirklich, ihr braucht natürlich, müsst ihr eure Haut irgendwo in Ruhe lassen. Trinkt sehr, sehr viel Wasser. Das hilft wirklich. Also wie ihr schon von meinem allerersten Video wisst, habe ich ja gesagt, ich trinke gar keine Säfte mehr und ich trinke immer noch nur noch Wasser. Und das hilft auf jeden Fall weiter. Dann ist sehr gut gesunde Ernährung ein A und O. Das müsst ihr auch sehr viel Gemüse, sehr viel Obst, sehr viel Vitamine. Sport, auch wenn ihr das alle nicht mögt. Ich meine jetzt nicht Sport wie das, was ich manchmal mache, um eine richtig tolle Figur zu kriegen, sondern einfach ein bisschen Ausdauer, einfach ein bisschen Erholung, einfach ein bisschen Bewegung. Und genau, dann braucht ihr ein sehr, sehr gutes Waschgel, auf jeden Fall. Und da kann ich wieder sagen, da könnt ihr natürlich Drogerieprodukte verwenden. Ich habe auch ein Lieblingswaschgel, das ist das hier von Garnier. Das ist einfach nur, also ich liebe es. Es hilft wirklich. Ich habe auch so viele ausprobiert gehabt, aber das hilft wirklich. Es gibt 2 Varianten, einmal auch in Blau mit Peeling. Das verwende ich, wenn es das hier gar nicht gibt. Aber ansonsten bleibe ich dem hier auf jeden Fall treu. Es ist sehr, sehr gut. Und danach fühle ich mich einfach perfekt. Und das verwende ich jetzt auch schon seit Monaten. Und dann auf jeden Fall ein sauberes Handtuch. Wirklich, wenn ihr euer Gesicht wäscht, dann braucht ihr wirklich ein sauberes Handtuch. Ist egal, ob das davor wirklich nur kurz die Hände abgewaschen worden sind oder nicht. Ihr braucht wirklich ein sauberes Handtuch. Ihr müsst wirklich mit eurer Haut so umgehen, wie ihr möchtet, dass euer Partner mit euch umgeht.
gepflegt, liebevoll, aufmerksam. Das sind wirklich so Punkte, wo ihr euch doch auch irgendwo wünscht, dass man ja mit euch so umgeht. Und so müsst ihr auch mit eurer Haut umgehen. Ihr müsst es einfach so sehen, wie wenn es einfach ein neuer Mensch wäre oder eine andere Person, wo einfach in euch ist. Und alleine schafft es halt einfach nicht, nur mit der Hilfe von euch selbst. Und deshalb wirklich, nimmt diese paar Tipps an. Achtet mal wirklich sehr darauf. Und dann denke ich, werdet ihr auf jeden Fall eine Verbesserung sehen bei euch. Und ja, was ich jetzt so für mich auch nicht mehr mache, ist abends Chips essen, Süßigkeiten am nächsten Tag. Ist doch klar, dass sich da Pickelchen irgendwo bilden. Das sind alles Sachen, ungesund für euren Körper. So, mit so viel ungesunden Sachen sind es. Und ich denke, das braucht ihr alles wirklich nicht. Und ja, ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich bin heute mit Absicht ungeschminkt, damit ihr wirklich seht, dass ich nichts drauf habe. Und ja, dementsprechend sehe ich wahrscheinlich auch aus. Meine Lippen habe ich natürlich ein bisschen bemalt. Ein bisschen ist gut, ein bisschen zu viel. Ja, auf jeden Fall bin ich wirklich ungeschminkt. Ich hoffe, dass ihr das auch so akzeptieren jetzt könnt. Und hinterlasst mir bitte da keine Kommentare, wie scheiße ich doch aussehe, weil ich habe es mit Absicht gemacht, damit ihr wirklich seht, das ist echt. Mir wurde geholfen und ich bin sehr, 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 sehr froh darüber. Und ich möchte euch natürlich auch damit helfen. Und deshalb würde ich natürlich sagen, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn dieses Video euch geholfen hat, wenn dieses Video euch gefallen hat. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne Kommentare hinterlassen unten in der Infobox. Wenn ihr noch andere Fragen habt, wenn ihr die euch wirklich auch interessieren, die ich jetzt vielleicht hier auch vergessen habe. Ja, genau, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde es unten nochmal verlinken. Vergisst mir nicht, euer auf Instagram zu folgen. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Woche, eine erfolgreiche Therapie. Und bitte hinterlasst mir Feedbacks, ob ihr das auch gemacht habt und ob euch wirklich damit auch geholfen worden ist. Und ja, ich würde sagen, dann bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!